Freunde, es gibt endlich Neuigkeiten zu Poppy Playtime Chapter 4. Das Ganze hat eine Steam-Seite bekommen mit Ingame-Screenshots, die wir uns natürlich gleich anschauen werden, die natürlich auch das neue Monster schon zeigen. Ich denke zumindest, dass es das neue Monster ist. Und es gibt einen Teaser-Trailer für Chapter 4. Werden wir uns anschauen. Ich werde blind reingehen. Wir werden drauf reacten und wir werden versuchen, das Ganze noch ein bisschen zu analysieren. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir in diesem kleinen Teaser sehen werden. Es wird nicht allzu viel sein, erst nur eine Minute lang, glaube ich. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gehypt darauf. Liken und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ansonsten lasst uns erstmal schnell die Steam-Page anschauen und danach hüpfen wir direkt in den Trailer. Let's go. Ich werde euch natürlich Chapter 4 auch unten in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr euch das selber nochmal anschauen könnt. Gehen wir also erstmal rein in die Screenshots und schauen uns das mal etwas genauer an. Denn hier haben wir... Das sieht aus wie ein Eingang, oder? Ich bin mir sehr sicher, dass das sowas wie ein Empfang sein soll. Und hier drüben haben wir etwas, das aussieht wie so, wie als ob man in so Gefängniszellen kommt. Es ist auf jeden Fall eine Gittertür, das ist sehr, sehr wichtig, denke ich. Es ist wieder sehr kindlich gehalten, wie man das halt schon von Poppy Playtime kennt, beziehungsweise von der Playtime Co. kennt. Das Ganze ist auf jeden Fall aber auch sehr interessant, denn wir haben hier oben wieder dieses realistisch gehaltene Zeug mit den Lichtern. Das ist natürlich klar, das hatten wir ja auch schon in Chapter 3. Dann haben wir hier diese drei Vierecken in Gelb, Blau und Rot, die auch nochmal hier auf dem Fußboden so ein bisschen wiedergespiegelt sind. Und ansonsten haben wir hier nur Kameras. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke, das ist so ein Eingang für die Mitarbeiter bzw. die Labormitarbeiter und die neuen Experimente. Wir wissen ja, dass die Kinder ausgewählt wurden und ich denke, hier unten hat man die so sozusagen aufgenommen. Okay, gucken wir mal weiter. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier einmal überall Müll. Dann haben wir hier eine Tür. Das hier oben ist ein Ventilator mit Lichteinstrahlung. Und ansonsten sieht das halt wirklich einfach aus wie so ein Müllraum oder so. Ich denke, das sollte sowas darstellen wie am Anfang bei Chapter 3. Da hat uns Catnap ja auch in so eine Müllpresse geworfen. Eine richtige Presse scheint das hier jetzt aber nicht zu sein. Das sieht eher aus, als ob das einfach nur da ist. Als ob das einfach, wo man den Müll reinschmeißt und Feierabend. Okay, das hier sieht aus wie so ein Abwasserkanal. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, was das Gitter hier soll. Ob da vielleicht das Wasser runtergelaufen ist. Das hier sieht aus wie ein Generator. Wir gucken uns natürlich gleich, beziehungsweise ich blende euch das auch nochmal ein bisschen größer ein, damit ihr das auch nochmal ein bisschen genauer seht, was das genau ist. Aber das ist auf jeden Fall irgendwas im Untergrund. Wir sind auf jeden Fall noch viel, viel tiefer da unten als erwartet. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr düster aus. Das ist auf jeden Fall ein Abwasserkanal hier, aber was genau oder für was der genau sein soll, I don't know. Okay, jetzt wird es auf jeden Fall interessant, denn das hier sieht aus wie Zellen. Weil man sieht hier vorne nochmal so, ja, so Luken, wo man halt so Essen und Trinken durchgeben kann, wo man sehen kann, wie es den Kindern bzw. den Experimenten geht. Und davon gibt es mehrere. Und man sieht hier auf jeden Fall, dass 1, 2 auf sind. Vielleicht sogar eine dritte. Bei der hier bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall alles sehr... Ich denke, das wird ein sehr, sehr interessantes Gebiet werden, weil gerade diese Zellen sind sehr, sehr interessant. Vielleicht sehen wir ja da drin irgendwas, was da drin verkommen ist oder so. Ich weiß es ja nicht. Okay, wollen wir mal weiterschauen. Oh, unsere Purple Hand. Ja, die bleibt natürlich da. Wir haben sie ja nicht verloren in Chapter 3. Wir haben sie ja mitgenommen. Also macht es ja schon irgendwo Sinn, dass man die halt auch weiterhin verwenden kann. Ich würde das auch nicht sinnvoll finden, wenn man jetzt plötzlich diese lila Hand nicht mehr hat. Weil, wieso sollte man die nicht mehr haben? Das macht ja gar keinen Sinn. Das hier unten scheinen nur Lichter zu sein, aber es ist auf jeden Fall... Was ist das da hinten? Eine zugebaute Tür. Okay. Ich würde auch gerne mal wissen, ob wir ein neues Grab Pack bekommen, weil vielleicht kriegen wir nochmal ein Upgrade oder sowas. Das wäre auch sehr, sehr cool. Aber wir werden es sehen. Okay, dann schauen wir uns mal Poppy Playtime 4, beziehungsweise Chapter 4 an. Und wir sehen hier einen Smiling Critter, der ein Schaf ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Das werden wir dann spätestens sehen, wenn wir mehr Informationen zu ihm, ihr haben. Aber, und ich bin mir sehr sicher, dass das ein Gegner sein wird, weil ihr seht hier unten schon, da ist so ein kleiner Totenkopf dran. Es ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall, dass sie jetzt mit noch einem neuen Smiling Critter kommen. Und wie gesagt, ich habe dazu schon eine kleine Theorie, die werden wir noch uns angucken, beziehungsweise werde ich euch dazu noch was erzählen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich hab schon so einen kleinen Vorgeschmack, glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall schon eine Idee, warum er da ist. Okay, Freunde, wir schauen uns jetzt
Poppy Playtime Chapter 4 Teaser-Trailer an und ich bin, wie gesagt, ich bin mega gehypt, ich bin super gespannt, was wir jetzt sehen werden. Das Thumbnail zeigt auf jeden Fall unser Schaf. Let's go, lass uns mal reingehen. Okay, hoppy hopscotch. Wir sehen hier auf jeden Fall die Smiling Critters und wir sehen den Dog Day. Sehr, sehr interessant. What the fuck? Was ist da passiert? Ist das ein Catnap? Sieht links nichts aus wie Catnap. Der hat auf jeden Fall Hunger. Gib dem Kleinen doch was zu essen. Oh, der freut sich. Guck mal. What? Das Schaf lag da. Oh, wie creepy, dass er einfach nach oben guckt. Wie geil ist das denn? Aber das war so viel gerade schon. Ich meine, es ist nur eine Minute lang, aber das war schon echt viel. Chapter 4 und wann? Im Januar? Oh, das ist ja gar nicht so lang hin, Freunde. Das ist ja gar nicht so lang hin. Okay, pass auf, ich hab direkt was. Das Ding ist, wir sehen jetzt erstmal die Smiling Critters. Das heißt, die Smiling Critters sind nicht weg. Beziehungsweise gab es da unten im Labor wahrscheinlich noch mehr von denen. Keine Ahnung, wie viele es von denen gibt, aber es gibt haufenweise von denen. Und wir sehen hier einmal Hoppy Hopscotch, dann haben wir hier, wie gesagt, Dog Day, der ein bisschen reinkrabbelt, der hat Bock auf was zu essen. Dann haben wir hier die ganzen anderen Critters. Wir haben hier einmal, ich denke mal, dass es ein Catnap ist, das ist ein Teil von einem Dog Day, das ist Kicken Chicken. Hieß auch Kicken Chicken, ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, verbessert mich, wenn es nicht so ist. Dann haben wir hier einmal Hoppy Hopscotch, dann haben wir hier Piggy, Bubba Bubba Fund. Okay, dann haben wir hier noch Bobby Berg. Und dann haben wir hier noch unser wundervolles kleines Einhorn. Okay, dann lassen wir das mal weiterlaufen. Okay, das Interessante kommt aber jetzt erst. Wir sehen hier, dass Doc, der sich ein bisschen umschaut vorher, bevor er sein Mahl zu sich nimmt. Ich glaube, er frisst da Bobby Bearhacks Reste. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall so aus wie Bobby Bearhack. Und ihr seht ganz leicht, dass hier dieses Schaf liegt. Hier sieht man das Ohr vom Schaf. Und er hat sich wirklich vorher umgeschaut, ob alles sicher ist, dass er fressen kann. Die fressen sich also gegenseitig. Zumindest ist das, was davon übrig ist. So, jetzt wird es attackiert und es hat Dr. Instant getötet. Wir sehen auch hier die Blutlache. Und ich würde gerne mal so ein bisschen drauf eingehen, dass hier überall Spielzeuge liegen. Das sind alles so, das sind alle Spielzeuge der Playtime Co. Wirklich alle. Aber eins fehlt mir hier. Und das fällt mir gerade als allererstes ins Auge. Es gibt nur ein einziges von diesem Schaf. Warum gibt es nur eins von dem? Das ist schon sehr, sehr weird. Okay, gehen wir nochmal ein Stück zurück. Okay, wie gesagt, also ihr seht, man sieht hier wirklich nirgends irgendwo. Man sieht hier nirgends dieses Schaf. Man sieht nur ein einziges davon. Warum gibt es davon wirklich nur ein einziges? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Das bringt mich schon wieder auf Ideen. Okay, wir haben hier wirklich alles. Wir haben hier Catby. Wir haben hier den Bot. Ich weiß gerade leider nicht, wie er heißt. Dann haben wir hier diese ganzen Smiling Critters. Die ganzen anderen Spielzeuge. Außerdem fällt mir auch gerade auf, dass hier Huggy Wuggies fehlen. Ich sehe jetzt keine Huggies. Wo sind die? Gibt's die auch nicht? Sind die hier unten nicht? Ne, scheinbar sind die... Es scheint... Doch, oder? Ist es hier? Ich weiß es nicht. Es sieht danach aus, aber ich weiß... Es ist halt so viel, was da aufeinander rumliegt. Das ist halt das Problem. Wir haben hier hinten auf jeden Fall einen Käfig. Und irgendwie sieht das aus, als ob das hier sein Speisesaal ist. Weiß nicht. Oder sein Jagdgebiet. Ich meine, wir hatten bei Catnap schon ein Jagdgebiet. Deswegen vermute ich mal, dass er hier auch ein eigenes Jagdgebiet hat. Aber ich würde es eher begrüßen, wenn er eine große Form hat. Hat er vielleicht auch vielleicht Kissy angegriffen? Man weiß es ja nicht, kann ja alles sein. Aber bevor wir jetzt hier auf irgendwelche Theorien kommen, haben wir hier oben nochmal die drei Farben und diese drei Rechtecke. Und das, was hinter meiner Kamera ist, kann ich eh nicht erkennen. Ich weiß nicht, sieht einfach aus wie eine normale Box oder sowas. Aber ansonsten haben wir nicht wirklich was. Es wirft mehr Fragen auf wie alles andere. Aber ich bin super hyped auf die ganze Sache. Es ist sehr, sehr interessant, gerade weil wir den neuen Smiling Critter sehen. Für was der ist und warum der da ist, dazu kommen wir jetzt. Denn dazu habe ich nämlich eine kleine Theorie. Okay, Freunde, kommen wir zur Theorie.
Wir wissen ja, dass die Smiling Critters an Image ein bisschen eingebüßt haben, dadurch, dass Catnap ja diesen Recall erhalten hat und die ganzen Kinder von dem übertriebene Albträume hatten und all so ein Zeug. Das wissen wir ja. Das ist ja bekannt aus dem Recall-Video. Und ich bin der Meinung, dass Playtime Co. versucht hat, mit einem neuen Smiling Critter das Image wieder aufzubessern. Ich bin der Meinung, dass das Schaf Catnap ersetzen sollte. Und dass die erstmal gucken wollten in den eigenen Reihen, beziehungsweise bei den Kindern, wie das ankommt. Und es deswegen nur diese eine einzige Version von ihm gibt. Ob es mehr Versionen davon gibt, das werden wir natürlich erst in Chapter 4 sehen. Wir haben jetzt aber nichts weiter gesehen als diese eine einzige Version. Es ist sozusagen wie so ein Prototyp, um zu gucken, was passiert, beziehungsweise wie gut kommt es denn an. Und ich bin der Meinung, dass genau das vom Prototypen ausgenutzt wird, weil es halt nicht bekannt ist, dass dieser Smiling Critter existiert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir genau noch sehen werden. Ich bin gespannt auf den zweiten Teaser-Trailer. Bis Januar ist gar nicht mehr so viel Zeit. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir uns den zweiten Teaser-Trailer dann auch direkt angucken, analysieren und alles andere machen. Und ich bin super hyped auf diese ganze Sache, denn es soll düsterer werden. Wir sollen noch tiefer in die Geschichte der Playtime Co. eintauchen können. Wir wissen, dass Überleben nicht garantiert ist, aber die Angst garantiert wird. Und es wird so düster werden, dass wir den Horroraspekt, glaube ich, nochmal mehr erleben werden, wie in Chapter 3. Wobei mir in Chapter 3 ja das ein bisschen gefehlt hat mit den ganzen Chases und sowas. Vielleicht bekommen wir das jetzt durch das Schaf. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, ihr seid genauso hyped wie ich auf dieses Chapter. Und ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Abend. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.